Liebe Community, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von TechCenter trifft Neue Werft. Heute mit einer sehr interessanten Gründerin diesmal, mit Anna-Maria Brunhofer von der Firma EMB Technologies, die im letzten Jahr mehrfach ausgezeichnet wurde. Einmal seid ihr Top 3 geworden von der European Startup Women Challenge oder so ähnlich. Und Hermann Hauser hat dich auch in sein Programm aufgenommen, einer der berühmtesten Investoren und Business Angels. Aber jetzt starten wir mal beim ersten. Was macht ihr eigentlich? Was macht deine Firma? Ja, also hallo und danke für die Einladung. Wir als EMB Technology sind in der Detektion, Rekonstruktion und Vermessung von menschlichen Körpern. Und das machen wir über Computer Vision und Data Science. Unser Ziel ist, dass wir kameraunabhängig, rein softwarebasiert, menschliche Körper für ihre Sicherheit und für Produkte, die effizient um den menschlichen Körper herum gestaltet werden, erkennen und ihnen so im Ablauf, im täglichen Ablauf und in der Wirtschaft helfen. Okay. Das heißt, ich habe ein Handy und dann mache ich ein Foto von mir oder einen Film von mir und dann sagst mir du, okay, übergewichtig. Oder was kommt zum Beispiel, raus? Das wäre eines unserer Produkte. Das ist der Übergewicht im Schiff. Kann sein. Also, aber eines unserer Produkte zum Beispiel wäre bestimmt, dass du über dein Mobiltelefon dich selbst aufnehmen kannst, dich rekonstruieren lassen kannst und vermessen lassen kannst und dann zum Beispiel deine Größe erfährst oder andere medizinische Resultate erfahren würdest. Genau. Wo sind die Märkte dafür? Für mich klingt es jetzt ein bisschen nach Mode und eher so, wir machen was mit Technologie, weil es die Technologie kann, aber die Anwendung wissen wir jetzt nicht. Gibt es da Märkte? Ich werde nicht umsonst was gewonnen haben, also möchte ich schon wissen, wo liegen die Märkte für das Ganze? Genau, Märkte gibt es auf jeden Fall einige. Märkte sind, man kann es ein bisschen so runterreißen auf das, alle Industrien, die momentan das Problem haben, dass sie die Produkte, die sie schon haben, nicht digitalisieren können, weil es kein digitales Wissen um den menschlichen Körper gibt. Und konkret ist das zum Beispiel natürlich Fashion Industry. Ja? Vor allem mit Industrie meinen wir wirklich die global herstellende Industrie mit Massenproduktionen. Dann, denke ich mal, okay, ich bin ein Individuum, und jetzt reden wir von Massenproduktion. Mein Körper, sei es, würde jetzt in der Massenproduktion nicht mit eingehen, oder schon? Genau, mit uns schon. Okay, aber das heißt, ich muss meine Daten zur Verfügung stellen, damit die große Industrie es weiß. Was kriege ich dafür? Du kriegst dafür passende Mode. Das ist das die Versprechen nachher kriegen. Genau, immer her. Passende Mode. Außerdem, trotzdem glaube ich, ist schon vielen Menschen ein Anliegen, dass so ein Verschwender wie die internationale Modeindustrie auch nachhaltig und effizient produzieren kann, weil dadurch Retouren eingespart werden, es werden Überproduktionen eingespart, da gibt es so was Eigenes, das heißt Relocation und Allocation im Modebereich. Das heißt, dass man Produkte hin und her schickt durch Länder, dass sowas eigentlich funktioniert. Das ist ja dieser hehres Ziel, aber springt jetzt wirklich die Industrie an, sagen die, gibt es für das Produkt, wir zahlen dafür, ihr wollt ja entwickelt ihr selbst Produkte oder wie schaut das dann aus? Wollt ihr dann in alle diese Märkte rein oder wie schaut euer Geschäftsmodell aus? Also von bis unser Geschäftsmodell jetzt, wenn man sagt, Long-Term Strategy ist auf jeden Fall, dass wir eigentlich unsere Software und unser Expertenwissen, das wir haben, wir sind ja als Team aufgestellt mit 90% Entwickler und Researcher im Bereich Computer Vision, Software Development, Data Science, dass man eigentlich dieses Wissen geballt als Artificial Intelligence wirklich lizenziert. Okay. Da gibt es chinesische Firmen, die schon Billionen verdienen, damit, dass sie wirklich Algorithmen lizenzieren. Das heißt, sowas ist natürlich ein tolles Ziel, ja. Aber am Weg dorthin... Aber das gibt es dann schon, was die Chinesen... Also die Chinesen machen es in ganz andere Bereiche. Die Chinesen arbeiten für den chinesischen Markt im Bereich Überwachung für den Menschen. Das heißt, die greifen Menschen aus einer Masse heraus, die machen Border Control, die machen diese Dinge, die machen Militär. Die haben andere Anwendungsfälle, andere Wünsche und andere Bedürfnisse. Unsere Kunden, mit denen wir sprechen und unsere Vision ist, dass wir Menschen helfen möchten, Individuen helfen möchten, eben dass Produkte um sie herum sicher und effizient gestaltet sind. Also Sicherheitstechnik ist auch ein Thema. Sicherheitstechnik ist ein Thema, kollaborative Arbeitsumgebung zwischen Mensch und Maschine, dass man sagt, wenn jetzt eine Maschine mit einem Menschen arbeitet, wir nennen das heutzutage Roboter, aber prinzipiell kann sie auch eine einfache Maschine sein, dass die den Menschen ganz genau erkennt, was er tut,
und ihm nicht die Hand abhackt. Okay. Zum Beispiel. Sehr gute Idee. Genau. Jetzt haben wir das über Computer Vision. Jetzt haben wir darüber vorher gesprochen. Die Schwierigkeit ist ja in der Detektion, dass die Kamera zwar erkennt, das ist ein Mensch, aber man nicht weiß, ist das jetzt ein Foto von einem Menschen oder ist das ein Fernseher, der läuft? Ja. Ist das ein Forschungsbereich, wo ihr drinnen seid? Ja, das ist auf jeden Fall der Forschungsbereich, wo wir drinnen sind auch. Wie kann man sicherstellen in der 2D-Erkennung von Frames, dass man versteht, das ist ein Mensch, das ist ein lebendiger Mensch, das ist ein Mensch, der sich bewegt vielleicht auch, und das ist ein Mensch mit der und der Silhouette und mit den und den Umfängen. Und das geht dann eben in die Vermessung hinein. Deswegen haben wir auch diese Vermessungen und Massenmaße, kann man sagen, weil wir unsere neuronalen Netzwerke trainieren, dass sie einfach immer stärker das erkennen, ohne weiteren Sensorik, also ohne tiefen Sensorik. Jetzt habe ich nur zwei Fragen zu der Firma. Ich glaube, die Technik haben wir schon ganz gut eingefangen. Zwei Fragen zu der Firma. Du hast 2019 gegründet, das war ja gerade um die Ecken, würde ich sagen. ich glaube, das war nicht ein Jahresanfang. Und die Firma hat jetzt 15 Leute. Jetzt natürlich fragen Sie alle, also wenigstens, wie schafft man es von 1 auf 15 bei diesem Fachkräftemangel, den wir haben? Ja. Gibt es einen Trick, wie man die Leute herbringt? Netze. Okay. Der erste Trick ist einmal Netze. Die Leute zu bekommen. Genau. Zweiter Tipp, vielleicht gibt es ja schon nette Leute, die nette Firmen. Der zweite Tipp ist, wir suchen international. Also okay. Das machen eh alle, wäre man dumm, wenn man es nicht macht. Mhm. Vor allem in so einem spezialisierten Gebiet, wie wir sind, muss man international suchen. Wie viel international, wie sind jetzt 15 Leute, wie viel sind international? Wir sind eigentlich aufgestellt mit 5 Nationen und man kann sagen, dass 6% international sind. Und die, vor allem wenn man dann auf eine weitere Research-Ebene geht, die im Bereich algorithmische Entwicklung oder Software-Development was reinbringen, sind durchwegs alle international eigentlich. Okay. Zweites Thema, weil wir schon angesprochen haben, China ist in dem Bereich sehr, sehr, sehr stark. Mhm. Wie gut ist dein Überblick, was weltweit passiert? Der ist sehr gut, weil man sich mit der Community gut vernetzen kann. Der Austausch ist, dadurch, dass wir im Deep Tech sind und dadurch, dass wir Research haben, sind ganz viele Firmen und Forscher eigentlich gewöhnt, sich auszutauschen. Die haben jetzt nicht die Angst vor Konkurrenz so stark, dass man Wie weit reicht der Forschernetzwerk? Bis auf jeden Fall mal auf der einen Seite bis San Francisco, also wir sind mit Berkeley in Kontakt, mit Stanford in Kontakt, mit Firmen in San Francisco in der Umgebung in Kontakt. Auf der anderen Seite ist ausbaufähig, dass man nur in Japan haben wir Kundenkontakte, okay. Aber dass man dann auch die Forschungskontakte nach Japan kriegt, zum Beispiel Sony macht dafür auch mit Forschern. Das haben wir am Ausbauen. Ja, cool. Klingt verlässlich. Ja. Unglaublich. Herzlichen Dank für den Einblick in dein Unternehmen, Anna-Maria. Ich muss sagen, Gratulation, was ihr in den 9 oder 10 Monaten geschafft habt. Wirklich ganz toll. Ich bin mir sicher, du bist nicht das letzte Mal hier auf der Bank. Ich danke euch fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Tech Center trifft Neuwerft.